Motor TV 22 Bauer bei MySport MyStory. Ja, und wir waren heute beim Motorsportclub Rietz, wo die Tore wieder für den Motocross-Sport geöffnet wurden. Und mit viel Begeisterung waren die jungen Motocrossler heute hier und haben ihr Training absolviert. Nach 2019 konnte heuer wieder ein Instruktorlehrgang für unsere jungen Motocrossler im Kindesalter von 4 bis 17 Jahren durchgeführt werden. Ja, wir freuten uns heute hier beim MSC Rietz so viele junge, begeisterte Motorsportler wieder auf der Motocross-Rennstrecke begrüßen zu können. Lukas Neurauter, Christian Neurauter und Fabian Kaufmann, drei Instruktoren, die in den Klassen 50 Kubikzentimeter, 65, 85 und 125 Kubikzentimeter hier ihre Instruktorlehrgänge für unsere jungen Motorsportler durchführten. Alle Teilnehmer kamen mit einem negativen Test und somit konnte hier ein klagloses Training durchgeführt werden. Ein volles Haus, Walter. Ja, wir sind zufrieden, es sind super viele Kinder da. Wir haben das auch per PH ordentlich als gemeldet und per Gemeinde. Und also uns gefällt es richtig gut. Und man sieht, wie die Jugend mit dem Motocross begeistert ist. Dem Fabian Kaufmann. Fabian, du hast richtig toll, du hast die 65er heute über. Genau, ich und die Mitte der Klasse bei den Fahrern, die sind alle so ungefähr im Alter um die 10 Jahre, ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Mit den 65 Kubik Motorrädern und es macht richtig Spaß. Ja, und die 50er, die haben wir in Christian überlassen. Christian Neurauter, der war schon jahrzehntelang im Motocross dabei ist. Christian, ist das mit den Kleinen zu arbeiten? Ja, lässig, ist richtig cool. Also, wie hast du eh schon gesagt, ich bin die 50er heute. Der Jüngste, was ich so mitgekriegt habe, ist da 4 Jahre. Die machen es so klasse, das ist so lässig. Sie bemühen sich, sie schön, dass es so viele Junge gibt, die da sich für das Ganze interessieren und dass uns da nicht die Fahrer rausgehen. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen macht der MSC Rietz alle Jahre im Frühjahr so ein Training mit den Jungen. Ja, und das Aushängeschild vom MSC Rietz, der Lukas Neurauter, der sich immer bereit erklärt, der Fabian Kaufmann, für die Jungen da zu sein. Lukas, du selber hast heute ein bisschen trainiert und dir hat das selber, glaube ich, Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auf der Hausstrecke das erste Mal wieder im Jahr fahren darf, ist es immer wieder lustig. Ich fahre generell extrem gern in Rietz. Sie haben eine super Strecke und es macht mir persönlich auch richtig viel Spaß. Mir gefällt es extrem gut, dass so viele junge Leute wieder Motivation gefunden haben. Also die Kinder haben eh gleich einmal eine Motivation, aber dass die Eltern noch mitspielen und dass da von MSC aus wirklich das so unterstützt wird mit einem Lehrgang, dem, was sie da jedes Jahr anbieten, ist richtig schön zum Anschauen, dass da so viele wieder da sind und die Begeisterung auch da ist. Und das macht richtig Spaß, also richtig cool. Ja, wir bedanken uns bei den drei Instruktoren, beim Obmann, der sich wieder bereit erklärt, die nächsten 5 Jahre hier für den MSC Rietz tätig zu sein. Walter, danke vielmals, dass du das wieder übernommen hast. Und wir freuen uns schon auf die ersten Rennen von MySport MyStory, den Junior Cup, der was losgeht Ende April hier beim MSC Rietz. Walter, da geht's auf und los. Ja, wir haben am 17. April den Junior Cup. Wir bedanken uns beim MSC Rietz, bei den Instruktoren für das heutige Training. MySport, MyStory, MotoTV 22.
vom MSC Möckers. Martin, du bist heute bei uns da in Tirol beim Trainieren. Tolle Verhältnisse, tolle Piste, Temperatur passt auch. Tipptopp, ja, ich bin mit meinem Sohnemann da, der ist am Trainieren, ich bin diesmal nur Zuschauer. Fleißig am Trainieren und motiviert und dass gute Rennsaison folgen kann, ja, hoffen wir alle, ja, dass es dieses Jahr gut klappt. Ja. Hallo, wie ist die Vergangenheit? Warst du in Kappi? Warst du es noch nicht genau? Ah, verstehe. Aber dann wünsche ich dir alles Gute, gell? Dein Supermotto, alles Gute. Elias, wie ist die Vergangenheit? Gut. Und, bist du richtig schnell gewesen? Mhm. Wie waren die Sprünge? Gut. Bist du richtig weit drüber gekommen? Ja. Ja, super, Elias. Und nachher geht es nachmittag weiter im Training. Bist du schon müde? Nein. Noch gar nicht, gell? Alles Gute. Danke. Bist du ganz schnell am Weg heute? Ja. Ha? Weit wie wieder am Motorrad sitzt? Ja. Ja, super. Gibt es heuer Vollgas? Ja. Perfekt. Tobias, wie ist der gegangen heute beim Training? Gut. Weite Sprünge habe ich gesehen, ha? Und gefällt es dir wieder am Motorrad? Ja. Maurice, wie alt bist du? 7. Ja. Bist du letztes Jahr schon gefahren, gell? Mhm. Und geht's dir gut? Ja. Ja, perfekt. Super. Alles Gute. Ja, danke. Nein. Ja, das wird schon. Aber heute hat es dir gut gefallen, ha? Ja. Super. Ah, bist du richtig weit gesprungen heute, ha? Ja. Ja, taugst du? Ha? Ist ja 65er. Ja. Und, bist du letztes Jahr schon gefahren? Ja. Und fährst du heuer die Rennen mit? Ich weiß es noch nicht. Weißt du noch nicht? Dann wünschst du dir alles Gute, Alexander, gell? Danke. Ein toller Tag für über 40 Motorsportler beim MSC Rietz. Ja, und der MySport MyStory Liqui Moly Euro Junior Cup Motor TV 22 wird berichten über diesen Junior Cup und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und beim ersten Rennen am 17. April in Rietz beginnt unser Cup 2021 und seid ihr einer der jungen Motocross-Stars in der Szene. Wir freuen uns auf euer Dabeisein. My Sport, My Story, MotoTV 22.